Guten Tag, meine liebe Schülerinnen und Schüler. Wie geht's euch? Heute ist unsere erste Lektion im zweiten Semester, Lektion 13 für 7. Klasse. Das Thema heißt Stress. Bitte öffnet die Bücher Seite 90. Was können Sie sehen hier, bitte? Das Thema heißt Stress. Was bedeutet Stress? Was machst du am Morgen jeden Tag? Was machst du? Das ist dein Tagesablauf. Ja? Was machst du zuerst? Zuerst weckt dich der Vater oder die Mutter. Zuerst weckt dich der Vater oder die Mutter. Das Verb heißt wecken. Wie heißt das Verb wecken? Das Verb heißt wecken. Ja? Der Vater oder die Mutter weckt dich am Morgen um 6 Uhr. Ja? Was machst du danach? Danach schläfst du weiter. Ja? Was bedeutet weiter schlafen? Du schläfst weiter, du schläfst noch einmal. Ja? Das Verb heißt weiter schlafen. Weiter schlafen. Was machst du danach? Aufwachen. Aufwachen. Du wachst auf. Ja? Du wachst auf. Aufwachen. Aufwachen. Ja? Am Ende stehst du auf. Das ist am Ende. Ja? Am Ende stehst du auf. Das Verb heißt aufstehen, aufstehen, ja, wecken, weiter schlafen, aufwachen, aufstehen, ja, weiter schlafen, aufwachen und aufstehen sind trennbare Verben, ja, du schläfst weiter. Du wachst auf. Du wachst auf. Du stehst auf. Ja? Weiter. Schlafen, aufwachen, aufstehen. Ja? Was machst du danach? Danach gehst du ins Bad. Ja? Ich gehe ins Bad. Ich gehe ins Bad. Das Verb heißt ins Bad gehen. Noch einmal. Ins Bad gehen. Ich gehe ins Bad. Was mache ich im Bad? Was mache ich? Zuerst wasche ich mein Gesicht und meine Hände. Ich wasche mein Gesicht und meine Hände. Ja? Hände und Gesicht waschen. Sprich bitte nach. Hände und Gesicht waschen. Ja? Ich kann duschen. Ja? Ich kann am Morgen duschen. Das ist besser. Am Morgen zu duschen.
Ja? Das Verb heißt duschen. Ja? Und putze ich meine Zähne. Ich putze meine Zähne jeden Tag. Die Zähne putzen. Noch einmal. Die Zähne putzen. Ja? Was mache ich im Bad? Ich wasche meine Hände und mein Gesicht. Ja? Hände und Gesicht waschen. Dann duschen. Und die Zähne putzen. Die Zähne putzen. Ich putze meine Zähne jeden Tag. Taib, was machst du danach? Es gibt viel zu tun. Was mache ich? Das ist obligatorisch, die Schulsachen zu einpacken. Meine Schulsachen? Ja? Mein Mäppchen, meine Bücher im Schultasche zu einpacken. Die Schulsachen einpacken. Die Schulsachen einpacken. Ich packe meine Schulsachen ein. Und ich ziehe meine Uniform an, ja? Oder ich ziehe meine Hose und mein Hemd an. Ja, das ist für Jungen. Aber die Mädchen ziehen den Rock und die Uniform. Ja, das Verb heißt Hemd und Hose anziehen. Hemd und Hose anziehen. Was noch? Gibt es etwas? Ja, es gibt. Am Morgen frühstücke ich. Ja, ich frühstücke zu Hause. Am Morgen. Das ist sehr wichtig. Frühstücken. Ja, frühstücken. Frühstücken. Und ich trinke meinen Orangensaft. Ich trinke meinen Orangensaft. Ja, Orangensaft trinken. Orangensaft trinken. Das ist mein Tagesablauf. Ja? Und das ist auch dein Tagesablauf. Wir machen das jeden Tag. Ja? Jetzt hören wir die Kassette und bitte zeig auf die Bilder mit. Ja? Lektion 13. 1c. Hör zu, zeig mit und sprich nach. Hemd und Hose anziehen. Wecken. Orangensaft trinken. Die Zähne putzen. Weiter schlafen. Die Schulsachen einpacken. Hände und Gesicht waschen. Aufwachen. Ins Bad gehen. Frühstücken. Aufstehen. Duschen. Orangensaft trinken. Hemd und Hose anziehen. Ins Bad gehen. Wecken. Die Schulsachen einpacken. Duschen. Die Zähne putzen. Weiter schlafen. Hände und Gesicht waschen.
Aufwachen. Frühstücken. Aufstehen. Zwei A. Und jetzt ist die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe im Arbeitsbuch, Seite 12 und 13. 12 und 13. Noch einmal, die Hausaufgabe im Arbeitsbuch, Seite 12 und 13 im Arbeitsbuch. Vielen Dank für heute und tschüss, meine liebe Schülerinnen und Schüler. Danke.